Hallöchen, hier seid ihr wieder richtig. Bei Britta schmeckt's am besten. Ihr Lieben, ich habe euch heute mal mein Lieblingsbuch mitgebracht. Ich darf den wirklich nicht zu oft machen, weil sonst bin ich dick und rund und kann mich nicht mehr bewegen. Der ist super easy, leicht zu machen und schmeckt richtig gut. Ihr macht als erstes den Boden. Da kommen nur 4 bis 5 Eier rein, kommt drauf an, wie groß die sind. Zucker. Und das wird dann mit Vanillezucker, Zitronenschalenabrieb und Mehl gemischt. Viel mehr ist der Boden nicht. Einmal richtig schön aufschlagen, die Eier und den Zucker. Und dann langsam Mehl und Backpulvergemisch drunter heben. Dann ist der Boden schon fertig. Dann kommt er in den Backofen. Ich schreibe euch hinten nochmal die Anleitung genau rein und die Zeiten. In der Zwischenzeit könnt ihr die Sahne aufschlagen mit Sahnesteif und die saure Sahne rührt ihr schon mal mit Zucker ein bisschen glatt, damit ihr die dann unter die Sahne heben könnt langsam. Und dann kommt das nochmal in den Kühlschrank. So, saure Sahne einfach immer so ein bisschen rein und vorsichtig umrühren. Genau. Nicht zu dolle rühren. So, die Mandarinchen tropft ihr ab und schaut, wie viel Flüssigkeit das gibt. Von 2 bis 3 Dosen, also ihr könnt sogar fast 3 Dosen nehmen. Wir brauchen dann nämlich 750 Milliliter Flüssigkeit, sonst füllt ihr das einfach mit ein bisschen Wasser noch auf, damit ihr dann 2 Packungen Pudding kochen könnt. Ich rühre mir halt das alles ein bisschen in Flüssigkeit schon mal rein, den Rest koche ich auf und Zucker dazu. Und ja, das gibt einen richtig guten Mandarinchenpudding, der da oben drauf kommt und der sieht auch noch mega aus von der Farbe. Ich stelle den gleich nach draußen, damit er richtig schön schnell abkühlen kann, damit der Kuchen einfach schneller fertig ist. Ich hatte die Idee, ich drehe den Boden um. Der ist nämlich so schön fluffig und ganz einfach rauszunehmen aus dem Papier. Und damit das einfach besser einsaugen kann. Oben ist ja meistens immer noch so ein bisschen eine Haut, wie eine Schicht. Und ich habe mal einfach umgedreht. Dann saugt das noch ein bisschen besser auf. Und ich mag das, wenn das richtig schön saftig ist. So, dann kommt die Sahne da drauf. Und da schichtet ihr die Mandarinchen drauf. Oder schmeißt sie einfach drauf. Oder macht Blümchen. Wie ihr lustig seid. Hauptsache, da sind Mandarinen drauf. So, oben die Schicht mit dem Pudding muss natürlich ein bisschen abgekühlt sein. Und dann lasst es einfach vorsichtig über den Löffel drauflaufen, verteilt das und dann wieder ab in den Kühlschrank, wollte ich es gerade Ofen sagen. Ich hoffe, er schmeckt euch genauso wie mir. Lasst doch mal einen Kommentar da und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ist alles kostenlos und dann verpasst ihr aber nicht, wenn ich was Neues gemacht habe. Ich wünsche euch einen guten Appetit und bis zum nächsten Video, ihr Hasen. Tschüssi!